Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Animal Crossing. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Montag, der 28. November 2022, 21.36 Uhr. Wahrscheinlich haben nicht alle die Neuigkeiten von gestern gehört, also leiht mir mal bitte kurz euer Ohr. Mit neuen Bewohnern kommen auch neue Verpflichtungen, zum Beispiel bessere Unterstützung für die Insel. Daher ist das Service Center heute geschlossen, denn wir bauen es für euch auf. Das bedeutet die ein oder andere Unannehmlichkeit, aber es wird sich lohnen. Nur ein bisschen Geduld. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, habe ich mit dem Service Center Bau alle Tatzen voll zu tun. Und damit mache ich mich auch gleich wieder an die Arbeit. Euch noch einen schönen Tag. So. Tja. Wir können die neuen Bewohner kennenlernen. Wir haben ja letztes Mal die Häuser gebaut. Oh Gott, bitte nicht. Oh, ich hab Post. Also, wenn jetzt wieder neue Follow oder Sub reinkommt, ne? Ich habe schon mal was in der Hand. So, wir gucken mal, was im Briefkasten drin ist. Oh, uiui. Akademie des schönen Hauses. Herzlichen Glückwunsch, dein Haus ist gewachsen. Zur Feier des Tages erhältst du von uns ein Möbelstück geschenkt. Möge es dir zu kulinarischen Höhenflügen verhelfen. Dankeschön. Rainer Schatzkutter. Gratuliere, Fluffilein. Wir bedanken uns für deinen Kauf ohne Rückgaberecht bei Rainers Schatzkutter. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch bei uns. In dieser Lieferung enthalten ein Blumengemälde. Tausch ausgeschlossen, Rainer. Akademie des schönen Hauses. Punkte 20.355. Rang B. Wunderbar, die Bewertung deines Hauses hat 20.000 Punkte überschritten. Nicht nur Grund zum Feiern, sondern auch für dieses Präsent von Seiten der Akademie des schönen Hauses. Der Achse. Du hast 2 Etagen, saubere Leistung. Dann wird es Zeit für einen Whirlpool und eine Sauna. Dann können wir nach dem Training die Muskeln super entspannen. Ich habe dir übrigens was besorgt. Dampfende Grüße von Axel. Die Serenada. Liebe Träumerin, jeder von uns trägt schöne Bilder seiner Heimat im Herzen. Wäre es nicht wunderbar, diese Bilder als Träume mit einem anderen zu teilen? Zum Glück benötigt man dafür nicht mehr als ein bequemes Bett. Süße Träume, Serenada. So. Jetzt haben wir ganz viele Geschenke. Ich liebe ja Geschenke. Ja! Geschenk öffnen. Ein Reiskocher. Cool. Dann kommt in die Küche. Ein Blumengemälde. Ein ADHS-Bronze-Abzeichen. Ein Gewürzspender. Noch was für die Küche. Und ein Serenada-Bett. So. Ups, mein Handy klingelt. Habe ich etwa neue Meilen? Der Traum von Eigenheim. Die eigenen 4 Wände, was für ein Gefühl. Nook Inc. belohnt jeden, der ein Haus baut oder erweitert mit dem begehrten Nook Mine. Obergeschossverwalterin. Yay. Habe ich sonst noch was? Oh ja, Katalogstöberer. Wusstest du, dass alle Einrichtungs- und Kleidungsstücke, die du je besessen hast, ganz bequem im Katalog von Nook Shopping ansehen kannst? Je dicker der Katalog wird, desto schöner das Stöbern. Gelegenheitsrafke. Ich habe das Wort noch nie gehört. So. Gut. So, ich würde sagen, dann tun wir erstmal. Ich würde sagen, dann mache ich das wie im echten Leben. Mein Schlafzimmer kommt dann oben hin. So, die Küche war hier, oder? Ja, genau, und das Badezimmer war ja drüben. So, okay. Der Gewürzständer. Kann ich den auf den Kühlschrank tun? Ja, das sieht doch gut aus, oder? Dann das Blumen. Da
Der Reiskocher kommt auch hier irgendwo. Ich brauche noch einen Tisch und Stuhl und so. So, Reiskocher. Cool. Om, nom, 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 nom. So. Und dann kommt oben mein... Ja! Da, 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 da. Ja, es wäre wahrscheinlich anders schneller gegangen, aber okay. So, das ins Lager. Und das gucken wir dann mal, ob es gleich echt ist, wenn wir es am Museum abgeben. Die große Museumsabgabe werden wir dann wahrscheinlich nach meinem Urlaub machen. Ich muss noch meine Ding wechseln, habe ich gerade festgestellt. So. Ein bisschen Früchte sammeln, die wir verkaufen können für ein bisschen Geld. Nein! Bis morgen. Danke fürs Zusehen. Ich bin geflogen. Und ich habe irgendwas an meinem Handy schon wieder. Nookmeile. Ah, ich habe plus Nookmeile bekommen. Sehr schön. Stoße Felsen an. Erledigt. Sprich mit einem Nachbarn. Guck mal, wir haben hier jemand Neues. Bettina. Hey, hey, wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin die Bettina. Ich bin gerade erst hergezogen. Diese Insel ist so super cool. Frische Luft, nette Leute. Voll gut, dass wir jetzt Nachbarn sind, Dunkler. Wir müssen uns bald mal kurz schließen. Ups. Cool, dass du reinschaust. Mein Kühlschrank wurde heute von Senator geplündert. Aber wir können uns ja trotzdem in der letzten Zeit machen. Ne, dann gebe ich dir doch was von meinen, oder? Kann ich ihr meinen Orange geben? Ja. Das nenne ich mal eine Njam-Njam-Orange. Hat mich echt davor bewahrt, meine Küche in Brand zu setzen. Kann absolut nicht kochen. Wer ist das denn? Harvey. Hey, hey du, sag mal, wohnst du auf dieser Insel? Dachte ich's mir doch. Ich bin Harvey von nebenan, also Nachbarinsel. Grüß dich. Meine Freunde sagen einfach H zu mir. Wieso? Na, weil H wie Harvey. Es gibt aber nur ein Slot. Thank you.
Sorry, versuchter Kakao und so. Ich wollte mal was. Warte mal, lass mich kurz überlegen, was ich wollte. Ach ja, ich höre ständig von eurer Insel und wie locker und relax das hier auch aus. Da wollte ich mal Hallo sagen. Also der Insel. Und euch und so. Eigentlich suche ich ja Ideen für neue Künstlergruppen zu starten und so. Jetzt erklär mir mal. Eigentlich sollte hier doch gar keiner wohnen. Einsame Insel und so. Bist du jetzt echt hier die Chefin oder wie? Moment mal. Hier, beste Idee aller Zeiten. Du solltest mal mein Fleckchen Erde besuchen kommen. Spazier einfach zum Flughafen und frag nach Harveys Insel. Da wohne ich. Fein, oder? Na, danke jedenfalls für den netten Schwatz. Ich mach mich da mal auf und schau Wanda an. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. So. Upsa. Wir gucken mal, was es heute zum Shoppen gibt, bevor der Laden zumacht. Der macht mir im Spaß jetzt schon wieder zu. Wir können ja gucken, ob wir noch was Schönes für die Wohnung finden. Oh, ein Teeset. Hallo, willkommen in Nux-Laden. Ja, irgendwie so schöne Sachen haben sie jetzt nicht so bis auf das Teeset. Das ist ein Teeservice. Genau. Der Preis beträgt 1000 Sternis. Na, Interesse? Okay. So. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige Ihnen, 4000 Sternis erhalten zu haben. Brauchen wir noch irgendwas? Das kommt nachher in die Wohnung. Nee, ich glaube, wir haben alles, ne? Vielen Dank. Dankeschön. Aha. Oh nein. Die Schaufel ist kaputt. Jetzt kann ich ja kein 1000 Sack mehr. Warte, ich muss mir eine neue Schaufel machen. Was brauchen wir denn nochmal dafür? Jetzt ist jemand auswendig. Etwas herstellen. Ah, oh, ist das schön. Nix im Raum drin. Ah, und Schirm. Kartonhocker. So, wir wollen die Schaufel herstellen. Wir brauchen Hartholz. So. Hartholz. Obwohl, wir können es eigentlich auch schaffen. Ja. Ich bediene mich mal meinen Vorräten. Etwas rausholen. Hartholz hier. Wir wollen eine Schaufel herstellen. So, die Wackelschaufel ist fertig. Weitermachen. Dann können wir jetzt die normale Schaufel machen. So, die Schaufel ist fertig. Genau, das erste. So. Kann ich da nämlich Geld einbuddeln. Ich hoffe, das glitzert noch. Ja. Nein, ich den Geld bräuchte. Vergraben. Hm.
Hört ihr das auch? Hier ist ein Geschenk. Ah, ich sehe schon den Schatten. Ja, was schön. Das mit dem Schatten verwirrt mich immer. Ich dachte, früher musste man, glaube ich, immer aus dem Schatten gehen oder so. Okay, was haben wir im Geschenk? Ist eine Jeans-Leggings. Okay, sehr interessant. So. Wer ist hier drin? Hallo, wohnst du hier? Ich bin gerade hergezogen. Mein Name ist Senta. Und du bist Fluffyline. Es gibt so vieles, was ich noch nicht über die Insel weiß. Hilfst du mir, mich zurückzufinden? Es wäre gut, hier gleich einen Freund zu haben. Flottilida. Oh, tut mir leid. Ich bin gerade so kurz mit der Arbeit, dass ich dich kaum bemerkt habe. Was machst du denn? Ich habe mir spontan vorgenommen, eine Urwaldtapete zu fabrizieren. Eventuell hatte ich den Aufwand etwas unterschätzt. Basteln macht aber so unglaublich viel Spaß. Möchtest du wissen, wie man eine Urwaldtapete anfertigt? Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Ich habe alles in dieser Anleitung notiert. Damit sollte es dir leicht fallen. Dankeschön. Wenn du etwas Zeit und die benötigten Materialien hast, probier es doch einfach aus. Cool. So. Urwaldtapete. Ich weiß, dass jemand eine Urwaldtapete herstellt. Oh, die ist aber schön. Ich bin ganz viel zu Hause. Erzähl mal. Vorhin hat Nathan mich engstirnig genannt. Er meinte, ich würde immer noch Muskeln reden. Ich habe nur gesagt, dass ich gerne ein kleines Shirt trage, weil das mein Sixpack betont. Okay. Und wer ist Nathan? So, Leute. Wenn das mal keine Freude ist. Das Museum von Wanda harte nun mehr mit offenen Pforten aller kulturbegeisterten Geister. Ein Werk, das seinesgleichen sucht. Ich könnte vor Rührung schlicht heulen. Und freilich hat Wanda sein kulturelles Kronjuwel allein ihrer Spendabilität zu verdanken. Daher von mir aus tiefsten Herzen in höchsten Tönen ein himmelhoch juchzendes Danke! Werfen Sie sich doch gleich einen Blick auf den Raumplan unseres famosen Hauses. Wie Sie sehen, befinden sich zunächst einmal Zugänge nach links, nach rechts, sowie in Richtung Keller. An jeder führt zu Ausstellungssälen, in denen unsere bisherigen Geschichten und Stücke zu sehen. Hinzu noch eins. Jenseits der Treppe, im hintersten Raum, finden Sie famose Kunstwerke. Es handelt sich nämlich um eine Galerie für erlesene Ästhetik. Zumindest in der Theorie. Sie müssen wissen, derzeit sind dort nämlich noch keine Werke präsentiert. Das wird sich aber noch ändern. Denn ich habe mir die auf der Suche nach ansprechenden Kunstkreationen offiziell zum Auftrag gemacht. So sie mir bei diesem Unterfangen zur Hand gehen können. Oh, ich vergaß. Wir nehmen natürlich auch mehrere Spenden auf einmal an, um den Prozess zu vereinigen. Sollten Sie also Fossilien, Fische, Meerestiere oder Insekten für uns haben,
Melden Sie sich einfach bei mir mit einem Beherzten. Ich hätte da was und ich bin ganz froh. Und bis dahin viel Spaß beim Stöbern und Erleben. Hier sonnen Sie sich im Licht der Kultur. Was darf ich für Sie tun? Ich will was stiften. Fabelhaft. Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? So. Ein Blumengemälde. Sofern mein Auge nicht trübt und ich bin eine Eule, ist das Potzblitz ein Blumengemälde, ein waschechtes Exemplar. Oh, Freude. Ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Kuratoren-Ehrenwort. Zudem werde ich eine Hinweistafel installieren mit wissenswerten Informationen über Ihre Spende. Bitte schauen Sie später wieder vorbei. Kann ich Ihnen noch irgendwas behilflich sein? Ah, passt schon. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Aufenthalt. Dann können wir doch gleich alles dort draußen aufsammeln und alles direkt zusammenspenden, oder? Ich würde hier gerne aufräumen, aber die Tasche ist schon voll. So. Was darf ich für Sie tun? Ich hätte da was. Wie? Sie haben da etwa einen außergewöhnlichen Fund gemacht? Zeigen Sie doch mal. Vielleicht erkenne ich das Objekt ja und kann Ihnen Erhellendes dazu erzählen. Ach so, nein. Das ist ja eine Seepocke. Seepocken sollte man keineswegs mit Muscheln verwechseln. Es sind nicht einmal Weichtiere. Man sieht nicht unbedingt, doch sie sind verwandtes Hummertenkrebs. Seepocken erscheinen sehr ostotisch und bewegungslos. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. In jungen Alten treiben sie nämlich leicht und ungeschützt im Meer umher, bis sie sich niederlassen. Sobald der ideale Stein gefunden ist, machen sie sich daran fest. Und da fragt man sich doch, blickt die Adult-Seepocke nicht einmal in die Ferne und denkt an vergangene Reisen? Wissen Sie, was unsere Sammlung wirklich gut gebrauchen könnte? Eine Seepocke. Das sollten Sie uns mit der Dachspende unterstützen wollen, würden wir uns ungemein freuen. Ach so, der erklärt mir das dann nur. Aber was gedachten Sie uns da zur Verfügung zu stellen? Ja, das. Los. Bap. Gleich mehrere Stücke, dann wollen wir doch mal sehen. Jawohl, jawohl. Welche Freude. Eine solche Spende nehme ich mit Vergnügen entgegen. Aber bitte, Sie brauchen nicht die Stücke einzeln hervorzuholen. Ich nehme Ihnen die Mühe ab. Kann ich Ihnen noch irgendwas bei anderen hilfreich sein? Passt schon. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Aufenthalt. So, sehr schön. Gucken wir mal, dass wir die anderen Sachen auch direkt einfach so abgeben. Oder wie wäre das, ob wir auch mehrere Fossilien auf einmal analysieren können? Ups, meine Tasche ist ja voll. So, was du für mich prüfen darfst, ist das und das. Nicht nur ein von sagen, gleich mehrere. Da machen wir schon zwei. Welch Glückfall. Nicht eins dieser Stücke haben wir bereits in unserer Sammlung. Sie sind ja nicht nur eine Spürner, sondern eine richtige Entdeckerin. Ich hoffe doch sehr, dass Sie das Museum damit bereichern werden. Die kulturelle Entwicklung von Wonder voranzutreiben, ist ein löbliches Beschwerden. Ich gebe Ihnen die kostbaren Stücke wieder. Aber denken Sie immer wieder an die goldene Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Eugen glücklich. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem behilflich sein? Ich werde das Stift haben. So, perfekt. Gleich mehrere Stücke, dann wollen wir doch mal sehen. Welche Freude.
Aber bitte, sehr gut. Gott. Oh, der muss sich jetzt auch denken. Hoi, die war aber fleißig, oder? Fühl mich jetzt gerade abgehen. Sachen haben sich schon die ganze Zeit so draußen gelagert hier. Ups, meine Tasche ist schon wieder voll. Wir gucken mal kurz, was wir in den Mückenmalen drin haben. Fossilienforschung. Ja, auch für das Bestimmen von Fossilien bekommst du Nukmalen. Also immer schön ausgraben, herausfinden, was für ein Schatz du da hast. Yay! Namensloses Etwas. Oh. So, Tasche ist jetzt voll. Oh, das ist ja immer noch ein Fossil. Wie viele Fossilien hatte ich denn bitte? Wow. So, dann kann ich gleich noch die ganzen anderen Sachen reintun und dann. Oh, muss ich auch bald schon wieder ins Bettchen. So, was darf ich für sie tun? Ich will was stiften. Aber Nonno, sie scheint ja überhaupt nicht bei sich zu tragen, was wir derzeit entgegennehmen konnten. Zum Seemspinnen akzeptieren wir Insekten, Fische, Meerestiere, geprüfte Fossilien sowie Kunstwerke. Fossilien dürfen jedoch eine Prüfung meiner Wenigkeit. Ja. Gut, ich habe vergessen, es zuerst zu überprüfen zu lassen. So, Fossilien alles, ja. Ja, du darfst eigentlich so gut wie alles. Hier muss es auch irgendwie so ein alles geben. So. Dann viel Spaß beim Gucken. Huch, nicht nur ein Punkt, sondern gleich mehrere. Dann mache ich schon zwei. Sehr schön, da ist ja Pass. Das ist ja auf jeden Fall Neues für mich dabei. Wir haben noch nicht alle dieser Stücke. Ich bin entzückt. Man meint fast, sie hätten einen sechsten Sinn für Fossilien. Und ich hoffe doch sehr, dass sie dann das Museum dort erreichen würden. Jawohl. Gib ihr die kostbaren Stücke wieder. Dann behalt sie doch einfach gleich. Frag doch einfach, ob ich stiften soll. Ich habe eine Erinnerung für Alice. So. Du Eins? Points at Fuel, ja. Jetzt auch noch eine Zahl. Ich bin gemein. Danke dir. Ja. So. Das stimmt. So.
Ja, yep, habe ich. Mein Museum ist jetzt... Ich glaube, jetzt ist es ordentlich voll. So, ich will was stiften. Wie die Sachen hier. Habe ich die schon, oder was? Okay. Na dann. Schmiererstücke. Nein, danke. Da müssen wir nämlich zu allem Ass einzeln lesen. Darum darf ich mit der Kiste, ne? Ups. Ja, Bettina, ich bin hier. Sorry. Ups, so, ich bin schon drauf. Ein Fossil. Ich glaube, das verkaufe ich dann lieber, wenn Tom und Nook wieder wach wenn Nepp und Schlepp wieder wach sind. Ich will kein Geld verlieren. Jetzt, wo ich eh schon mal pleite bin. Tja, das Haus kostet Geld, ne? So. Gehen wir mal kurz rüber. Aber wisst ihr, was ich hier an dem Animal Crossing vermisse? Wer bist du denn? Nathan. Ich hoffe, Elan hast du. Freut mich sehr. Nathan, ich bin gerade erst hergezogen. Vielleicht können wir uns mal treffen, dann können wir so über unsere Leibspeisen reden. Ja, also, was ich halt hier vermisse, ist, dass es einmal in der Stunde eine Kirchturmglocke läutet oder so. Das konnte man früher bei der Peggy machen. Die zwei vermisse ich auch, die Pelli und Peggy. Sorry. Ach, ich treffe den Stein mit hier. Super, und jetzt habe ich es verkackt, ne? Ja, verdammt. Eieiei. Ich will aufsitzen. Macht der auch irgendwas, wenn ich mich vor ihm stehe und Freude mache? Ja! Oh, wie süß! Hm.
Warte mal, du bist hier. Dankeschön. Ja gut. So. Ja, alle kriegen noch Glitzerstab. Bin mal gespannt, wie das morgen aussieht. Und es steht hier. Seid gegrüßt, wie es der Zufall will. Hat am 6. Dezember Alice Geburtstag. Aha. Ja, aber ich meine. Ein Käschen von Noah. So. Da gibt es wieder ein Päckchen. Wo ist das Geschenk hin? Da gibt es doch keine Geschenke, habe ich mir eingebildet. Ja, Mom. Da hinten. Ja, okay, nee, das war zu weit weg. So. Gut, ich würde sagen, das können wir verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Platz 3. Wow. Der Teeservice kommt in die Küche. Genau, und die Schaufel kommt da hoch. Und die Sachen hier kommt auch wieder zurück in meinen Schrank. Und dann, Leute, ist doch Zeit fürs Bettchen. Ich kann aber Fossilien reinlegen. Okay, gut. So, liebe Leute. Tagesschau. So, liebe Leute. Achso, nee, ich muss ja noch die Teeservice in die Küche bringen, ne? Und wer trinkt dann mit mir einen Tee? Exos, bist du noch da? Ja.
Ja, okay, warte mal. Das hier kommt noch für dich. Warte. Ich habe vibriert. Mein Handy hat vibriert. Warte kurz. Guck mal, was haben wir? Ah, vermöbelt. Aha. Ich habe jetzt 30 Möbel. Yay! Vergleichende Aussatzfälle. Okay. Nächstes. Das ist für dich. Vielen Dank für deine Subs. Ich habe leider keine mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch so viele Subs kriege. Ich habe lediglich mit einem Follow maximal gerechnet. Wie schön. So. Jetzt schicke ich meinen Charakter ins Bett. Oh, ich denke, ich nehme jetzt auch gleich hin. Oh. Und was halte ich von meinem Schlafzimmer? Ich weiß, ich muss noch ein besseres Bett her. Oh, schlafen klingt gut. Ich kann nicht schlafen. Brauche ich einen Schlafanzug? Okay. Gut. Ich schlafe auch manchmal mit. Ups, sorry. Minus Spaß. So, liebe Leute, dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part.